Wir haben heute Abend eine Menge Perch-Spiele gespielt. Und wir haben nur noch eins übrig. Es heißt Mamis Entscheidung. Wer von euch soll die diesjährige Perch überleben? Unser Land riskiert, seine Seele zu verlieren. Die Opfer der Perch sind die Armen und Unschuldigen. Die Senatorin wird gewinnen und sie wird eine Menge verändern. Unser Land wird über diese Nacht definiert. Wir müssen etwas unternehmen gegen diese Senatorin. Wir müssen die Perch beenden. Sie gehen ein hohes Risiko ein, Senatorin. Das muss ich. Ich habe als Einzige aus meiner Familie überlebt. Wieso haben Sie sich für diesen Job beworben? Ich habe während einer Perch-Nacht beinahe etwas Schlimmes getan. Ich will, dass das endet. Ich will Männer in jedem Zimmer. Wir hören und sehen hier alles. Also gut, fangen wir an. Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Purge, der Säuberung. Sobald die Sirene ertönt, sind sämtliche Verbrechen, einschließlich Mord, für 12 Stunden erlaubt. Ihre Regierung dankt Ihnen für Ihre Teilnahme. Jemand hat uns verraten. Das ist keine Übung. Wir sind jetzt auf uns gestellt. Jetzt gibt es nur noch ein Ziel. Überleben. Senatorin, kommen Sie mit uns. Ich hoffe, Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Vielleicht ist es unsere Pflicht, sie zu beschützen. Da kommen Sie. Warten Sie! Gesegnet sei Amerika, dass wir unsere Seelen säubern dürfen. Lasst uns gemeinsam das Böse vernichten. Die Purge führt zur Reinheit! Die Purge führt zur Reinheit! Denkt nur daran, wie viel Gutes uns die Säuberung bringt.